In der regulären Saison habt ihr zweimal 3-1 gewonnen, sowohl gegen Mühlhausen als auch gegen Fulda. Wenn du es dir vorher hättest aussuchen können, für welche Mannschaft hättest du dich als Gegner entschieden? Das ist eigentlich egal. Ja. Ich sage immer, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, auf meine eigenen Spiele. Klar, Fulda hat noch ein bisschen auch noch Ruhen Filus dabei, wo wir eigentlich generell gut spielen. Aber die können ihn immer einsetzen, also die haben verschiedene Optionen, weil er jetzt auch natürlich Kazan eine sehr gute Saison hingelegt hat. Und ich meine, da könnte auch auf einspielen. Also die haben verschiedene Möglichkeiten und das wird sich dann vom Spiel dann auch für mich entscheiden, wer ich dann aufstelle. Du hast gerade Alexandre Kazan angesprochen. Der hat ja ziemlich gut performt, der war jetzt in der Rückrunde sogar der bilanzstärkste Spieler, hat nur ein Spiel verloren, hat unter anderem gegen Anton gewonnen. Hättest du vor der Saison gedacht, dass der so gut spielt? Oder? Ich wusste, er hat ein Potenzial, weil ich vor der Saison auch gesagt habe am Anfang, dass er ja Möglichkeiten hat. Und ich habe ihn auch ein paar Mal eingeladen zum Training, aber es ging dann noch nicht wegen Corona, weil wir auch mit anderen Vereinen ja auch hier sowieso zusammen trainieren, dass er mal eine Woche hier ist. Aber es hat jetzt nicht gepasst mit Corona, also von daher ist er ein sehr interessanter Spieler und ein junger Spieler. Und dass er entwicklungsfähig ist, das wusste ich schon, aber ja, er scheint jetzt richtig gut drauf zu sein. Offensichtlich. Der Fan Bumeng spielt ja auch in Fulda, Aruna auch. Der Aruna war jetzt letztens mit Ovtcharov in der Halle. Ovtcharov hat ein Bild gepostet auf Instagram, dass er mit ihm trainiert hat. Geht man da vorm Spiel als Trainer auch mal in die Halle und schaut, was die so machen? Naja, Van Bo ist schon die ganze Zeit bei uns. Wir haben ja auch Pokal gespielt gegen Fulda. Und dass ab und zu mal Aruna hier trainiert, das war dieses Jahr noch wenig, war auch wieder wegen Covid. Wir brauchen einander auch, um besser zu werden, um eine starke Gruppe zu haben. Und das ist nicht so das Problem. Und klar, die Spiele wird man analysieren. Aruna hat sehr gut gespielt in Katar und Singapur. Er hat dann in der Liga nicht so gut mehr gespielt, aber klar wird er da auch auf frisch sein. Also deswegen finde ich Fulda einen Tick stärker wie Mühlhausen für mich persönlich. Aber ja, wir müssen selber gut genug sein und uns gut vorbereiten, um das Spiel zu gewinnen. Christian hat ja beim Star Contender in Doha aufgeben müssen, aufgrund von einer Nackenverletzung. Jetzt auch gegen Saarbrücken letzte Woche konnte er auch noch nicht spielen. Denkst du, der ist bis dahin fit? Ja, das ist jetzt wieder im Training, also alle. Nach Saarbrücken haben wir alle mal eine Woche Urlaub genommen oder habe die Jungs gegeben. Timo auch, deswegen war er nicht da in Saarbrücken und auf gegen Saarbrücken, um doch wieder ein bisschen Frische zu haben nach dieser Strapaze in Katar und Singapur. Und natürlich die Spiele, die wir alle gemacht haben. Und was auch im Sommer noch kommt, dass da doch eine gewisse Frische da ist. Ist Timo fit? Weil er hat ja dann auch immer ein bisschen Probleme, körperlich. Ja, Timo war nach dem Grenzerspiel sicherlich sehr fit. Er war voll mit Spielfreude und so, aber trotzdem in der Woche hat er ein kleines bisschen Problem gehabt mit seinem Knie. Aber das hat sich jetzt wieder beruhigt und der ist jetzt auch wieder im Training.